Tada! Da bin ich auch schon wieder und ich bin ein dummer Horst. Hab mich schon gewundert, warum so wenig Leute zuschauen. Ist auch kein Wunder, wenn man den Channel versteckt und nur Leute mit dem Link ihn finden können. Das heißt, wir waren nicht auf der Startseite und so. Naja, egal. Hallöchen zu Binding of Isaac Rebirths. Ich muss noch was anmachen. Sekunde. Ah, wieder super vorbereitet. Not. So what, so what? Ist man ja von mir gewohnt. Södle, zack das, zack das, zack das. Das noch starten. Und dann können wir mit Binding of Isaac Rebirth durchstarten. Ich habe ein File, wo ich mal ein bisschen gespielt habe. Das ist zum Release gewesen. Das können wir auch löschen. Scheiß drauf. Das wird neues, ich sag mal, wie soll ich sagen, lustiges Nebenbei-Projekt. Ach, keine Ahnung. Lasst euch einfach überraschen. Spiel halt. Binding of Isaac. Rebirth halt. Erstmal kurz zur Lautstärke. Ist alles okay? Wollt ihr lauter, leiser? Ja, nichts. Soll ich die Fresse halten? Einfach nur zocken? Oder ist alles okay? Gibt's die... Oh, es gibt... Ach du Scheiße, jede Menge. Hä? Lemons? Okay. Da hat's nicht mehr auf den Zettel gepasst, ganz. Ne, wir werden erstmal normale Runs machen. Du möchtest Bambus. Das ist schön. Ich habe aber aktuell keinen Bambus. Ich kann dir nur einen neuen Run bieten. Um das Ganze zumindest etwas interessant zu gestalten, machen wir random. Und wir sind Binding of Isaac. Isaac. Isaac himself. Piskes. Tears up. Knock down. Das war jetzt zu schnell weg. Aber es war ein Tears up Item. Das ist gut. Tears up ist immer gut. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier, weiß ich nicht. Erstmal uns warm spielen und nach dem warm spielen mal schauen. Einfach ein paar Runs machen. Neue Gegner, neue Gegner, neue Gegner. Die Gegner kenne ich hier schon zum Großteil. Nicht wirklich alle. Wie gesagt, ich habe es mal kurz gespielt. Und dann eigentlich wieder vergessen, weil es mir nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so toll gefallen hat. Nicht ganz so gut gefallen hat. In Shop reingehen brauchen wir aktuell 0,0 rein gar nicht. Hier hat es aber einen Stein mit einem X dran. Den nehmen wir mit. Für ein Soul Heart. Eternal Heart. Nee, Soul Heart. Duke of Flies. Hey, ja, Standardgegner für Standardspielstand. Für ersten Spielstand vor allem. Für ersten Nigelnagel 9 Spielstand. Duke of Flies. Ich hab dich schon im Original sehr gemocht, weil du einfach nur ein urzlangweiliger Gegner bist und irgendwann viel zu viele Fliegen spawnst und damit einen auf den Keks gehst. Vor allem die großen Fliegen, ganz am Anfang, finde ich ein bisschen nervig, aber gut, da müssen wir durch. Das erledigen wir einfach relativ zügig. So. Erledigt. Erledigt. Two Sticks, Picks, Tearshots und Speed Up. Nice one. Damit dürften wir schon relativ guten Damage machen. Ja, ja, ist annehmbar. Links oben seht ihr im Übrigen den Hashcode, hier den Code, womit ihr das dann nachspielen könnt. Wenn ihr Interesse daran habt. Falls das Interesse daran besteht, das weiß ich natürlich nicht. So, ab jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich würde ganz gerne die Devil Deals zumindest mal sehen. Ja, vorsichtiger spielen, genau. Das hat sehr gut funktioniert, offensichtlicherweise. Aber gut, wir haben zum Glück noch ein Soul Heart. Also von daher noch nicht ganz so nervig und ganz so schlimm. Und wir haben immer noch nicht genug Geld. Raum merken wir uns. Wir haben zwei Schlüssel. Wir haben auch zwei Bomben. Was macht eigentlich ihr? Ihr geht doch nur... Ja, genau. Ihr geht mir erstens auf den Keks und zweitens erwischt ihr mich. Können wir, können wir, können wir? Ist hier. Ja, es ist hier. Gut, damit haben wir zumindest ein bisschen Geld. Da ist die Tür. Oh, ganz viel Kacke.
Kommt aus der ganz vielen Kacke auch was ganz Tolles raus oder einfach nur Kacke? Ist es einfach nur beschissen oder kommt da auch was Gutes raus? Ne, es ist einfach nur ein total beschissener Raum, im wahrsten Sinne des Wortes. Hey, Infestation, Negro Inside. Das heißt, wenn wir jetzt getroffen werden, kriegen wir Fliegen. War es das? Macht es das? Ja, ich glaube ja. Ich glaube schon. Oh, okay. Na. Verwirrt mich nicht! Monstro! Hey. Ja, doch, der Damage lässt sich sehen. Bisher haben wir noch keinen offiziellen Treffer abgekriegt. Ich werde ein bisschen versuchen aufzupassen, dass wir den Devil Deal bekommen. Nein. Monstro, bitte nicht mich treffen, danke. Das würde ich sehr gut heißen, wenn du versuchen könntest, mich nicht zu treffen. Oh! Da war er eigentlich auf meinem Kopf drauf. Gut, was kriegen wir, was kriegen wir, was kriegen wir? Monstrous Tooth has appeared in the basement. Koffeinpille, Speed Up und Size Down. Nice. Und Devil Deal. Zwei Soul Hearts. Was bist du? Missing Page 2. Evil Up. Your enemies will... Das ist extrem schnell weg. Und du bist Gimpy. Sweet Suffering. Okay, wir sehen aus wie eine Domina. Und wir haben eins der neuen Herzen bekommen. Diese Black Hearts. Ich weiß nicht, wie die offiziell heißen. Wenn wir die verlieren, bekommen wir Lazarus. Nein, wenn wir die verlieren, kriegt der ganze Raum Schaden. Wir haben Lazarus freigeschaltet. Nice, das ging ziemlich zügig. Oh ja, nehmen wir Halo Fleiß. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Bisher ein sehr angenehmer, schöner Run, muss ich sagen. Weißt du, wir haben dich ja nicht im Grade schon erledigt oder so. Nee, nee, nee. Voll unlogisch vom Spiel, dass die einfach wiederkommen dürfen. So, zweiter Gegner. Laris. Laris Lelou Juniors. By the way, wir haben eine Pille. Luck up. Oh, okay. Wann habe ich denn die Pille aufgesammelt? Wo habe ich die Pille her? Wann habe ich die... Ich muss doch... Wo habe ich die Pille her? Ich habe absolut gar nicht mitgekriegt, dass wir eine Pille aufgenommen haben. Gut, wir haben genug Schlüssel. Wir gucken mal... Okay. Zweites neues Feature. Wir können Geld ablegen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Einfach mal ein bisschen was ansparen. So. A blue map has appeared in the basement. Gut. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hey, Lady Capulet. Ah, die Bombe haben wir sogar wieder gekriegt. Also das ist definitiv E-Punkt, O-Punkt. Nein, da geht's lang. Da unten waren wir auch schon drin, das heißt, wir können diese Ebene erfolgreich verlassen. Das verwirrt mich so ein bisschen, dass die kurzfristig übereinander sind. Da denke ich immer, die würden umdrehen oder so. Caves 1. Eine goldene Truhe. Merken wir uns. Noch eine goldene Truhe. Die merken wir uns aber nicht mehr, sondern die werden wir öffnen. Ich meine, wir hatten Luck up. Ja, Geld. Das heißt, wir brauchen noch einen Schlüssel, dann können wir vielleicht wieder in den Store reinschauen. Spiders on the wall, spiders on the wall. Ein Schlüssel. Ja, eine Bombe wäre mir jetzt... das ist das neue Feature, was ich absolut nicht mag an dem Spiel. Diese riesengroßen Monsterräume, ich mag die nicht. Das ist einfach, ich finde die, weiß ich nicht, die passen irgendwie nicht hier dazu. Aber gleichzeitig sind sie auch wieder cool, weil man länger unterwegs ist, wenn man länger braucht und es ist, weiß ich nicht, zwiespaltig, das Ganze. Für mich zumindest. So, haben wir denn ein Herz, super, ein Herz, ein ganzes Herz, klasse. Das ist absolut mein Wunsch. Geld ist schon eher toll. Was seid ihr für Fliegen?
Was? Ah, okay, ihr explodiert. Alles klar. Also so, die machen diese Schüsse zur Seite weg. What the fuck bist du? Crickets, Buddy, Splash Damage and Tears. Wow. Cool. Cool. So, jetzt im Shop noch was Schönes drin? Eine Tasche. Kann ich mir nicht leisten. 15. 6 brauchen wir noch. Ich will die Tasche haben. Weil ich A, wissen will, was die Tasche macht, und B, will ich die Tasche haben. Ah, ein Schlüssel. Aoi, Aoi, FTW, so wie bei jedem WoW. Na toll. Danke, Spiel. Das zeigt mir doch gleich die lange Nase. Hier, für Geld, aber kommst nicht ran. Muss fliegen können. Kannst du aber nicht, Noob, ey. Was ist das da für eine Tür? Warum ist die verschlossen? Oh. Okay, wir brauchen 2 Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Das finde ich mega uncool. Es wird immer uncooler. Warte, so. Der Splash Damage ist geil. Ich bezweifle, dass wir genug Geld kriegen, um uns die Tasche zu kaufen. Wir haben auch keine Schlüssel, wir haben eigentlich gar nichts im Grad. Mal wieder. Yay, ganze 10 Gold. Wir sind ja wieder so reich. Doch, wir können. Mit etwas Glück kriegen wir genug Geld zusammen. Ach, wir haben ja keine Schlüssel. Verdammt, Axt. Ich hoffe, diese Tasche gibt was Cooles. Gibt was Cooles. So, und zwar... Ja, das war super. Das ist nicht wahr. Okay, wir kaufen die Bombe. Hör auf, das Geld da reinzulegen, Herrgott nochmal. Oh, Spenden. Verlustgeschäft. Tun wir es ab unter Verlustgeschäft. Gerby. Gerdy. Gerby? Gerdy? Mit dem Splash Damage mache ich ihn dadurch auch mehr Schaden. Das wäre natürlich echt nice. Erstmal mal dich dann noch weg, bevor du anfängst rumzurotzen. So, Tears Up ist ja eigentlich ganz nett, aber jetzt so ein Damage Up wäre auch nice. Und wir dürfen den Devil Deal nicht kriegen. Tears and Shoot Speed Up. Danke, Spiel. Trotzdem habe ich nicht genug Geld. Also, nächste Ebene. Ja, ich will die Handtasche. Ich stehe auf Handtaschen. Gebt mir Handtaschen. Caves 2. Ein Range Up wäre auch nicht schlecht. Nein, natürlich gibt mir das Spiel nichts, was ich haben möchte. Nix, aber 0, rein gar nichts. Willst du was haben? Dann verdien es dir. Aber ich versuch's doch. Ja, dann mach besser. Ein Schlüssel, genau. Ist ja nicht so, dass wir einen Schlüssel bräuchten oder so. Das ist so das kleine Problem, was ich jetzt mit dem Spiel habe. Der Bildschirm ist übelst mäßig voll. Von unserem Zeug. Ja, Schlüssel, toll, habe ich nicht. Dankeschön. Schlüssel, toll, habe ich immer noch nicht. Spiel, ich hasse dich. Ah, ich brauche zumindest einen Schlüssel. Für den Goldraum. Oh, oh. Okay. Herzen. Nee, da ist der Bossraum, den machen wir noch nicht. Einmal außen rum. Boah. Wow, 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 wow. Ihr habt eine ziemlich gute Laufgeschwindigkeit. Ein Schlüssel! Jetzt brauche ich noch einen Goldraum. Nicht der Goldraum. Nicht die Mama. Ja, vorsichtig bitte. Hier mich nicht treffen. Spiel! Ich habe eben gerade ein Déjà-vu, raumtechnisch. Bis auf, dass der eine kein roter ist, sondern normaler. Okay, dann machen wir dich erst weg. So.
Nix. Oh, warte mal. Ja, ja, nein, vielleicht, könnte mal einer hier in die Richtung schießen. Ja, perfekt, super. Dann kriegen wir Boah, das war knapp. Dann kriegen wir zumindest noch eine Pille. Health up! Nice one. Da ist schon wieder so ein Raum, wo man zwei Schlüssel braucht. Bombs are keys. Seriously? No way. Oh, you fucking kidding me. Okay, wir können das Herz mitnehmen. Hooray. Dann gucke ich nach, ob hier der Geheimraum ist. Oh, ist er sogar. Bomben! Ja! Super! Als alle ich mit. Oh, Moment! Hat man hier nicht irgendwo einen Schlüssel rumfliegen gehabt, der nicht erreichbar war, weil wir. Ah, da ist er! Wenn wir hier sprengen, dürften wir doch den Schlüssel bekommen, oder? Ja! Super! Ja, dann kommen wir zumindest an den Goldraum ran. Ja, ist das. Oh. Vielleicht kriegen wir ja, Money gleich Power. Oder wir kriegen noch einen Schlüssel aus der Truhe raus. Weißet ihr nicht? Oder wir kriegen einfach nur den Luckfood. Mehr Luck ab. Der Lacker schlägt wieder zu. Auch wenn er keine Schlüssel hat. Aber er braucht schon Schlüssel, wenn er Luck hat. Ja? So. Trip. Dann geht's auf zum Boss. Chubby chub 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 chub. Wie er nicht näher kommen kann, weil wir ihn die ganze Zeit wegballern. Klasse. Das ist cool. Nicht reinlaufen. Böse Tastatur. Little Chub has appeared in the basement. Spelunker Boy has achieved damage up. Nice. Was machen wir für Damage? Oh, ja, nett. Aber schon wieder kein Devil Deal, obwohl ich mich hab nicht treffen lassen. Samsung haben wir auch freigeschaltet. Das ist ein geiler Run bisher. Depths 1. Blam 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 blam. So. Ach. Eine Karte, die Todeskarte. So, Spiel. Du hast ja gerade zugehört, ne? Ich brauche jetzt fast das Item, ja, ein Schlüssel, meine ich eigentlich eher. Es ist so krass, wie man einfach nicht sehen kann, wer man also von was gegnerische Schüsse sind. Also ich tue mich da echt schwer zum Teil, weil alles sieht gleich aus. Oh, eine Treubombe. Schade. Ja, selbst wenn die was freigelegt, ach komm. Meine Lieblingsviecher. So. Oh, Goldraum. Goldraum und wir haben keinen Schlüssel. Klasse. Hm, super. Das lohnt sich ja. Oh, wir haben Schlüssel. Danke, Spiel. The one and only. Wie sieht das denn aus? Lol. Wir pissen orange. Also da sollte man sich eigentlich schon Gedanken drüber machen. Moment, wir haben drei. Das ist okay. Hinweg. Oh. Da muss man aber auch ganz genau dazwischen stehen bleiben. Das ist ziemlich mies. Fistulas! Ist eigentlich die Lautstärke okay? Ich meine, ich habe da irgendwie immer noch kein Feedback zu bekommen. Schlüssel? Ein Schlüssel! Ein Schweinchen! My life savings. Warst du nicht eine geile Pille gewesen? Nee, die hatten wir noch gar nicht. Speeddown! Ja, du bist eine mega geile Pille gewesen. Mein Gott, die geilste Pille ever. Lass dich umpinkeln. Lasst euch alle umpinkeln. Oh, ja.
So, da muss ich jetzt mal. Nee. Sasan. Da unten sind noch Räume, die will ich noch besuchen. Ich will ein Full Clear machen. Unser restliches Geld spenden. Ja, toll. Wir haben den Automaten gecrashed. Oh nein! Wir sind ja langsamer geworden. Lautstärke ist perfekt. Super. Super Kalifragilistisch XP. Aligotisch. Zwei Bomben, kein Schlüssel, 8 Geld und noch ein paar Wege zu bestreiten. Okay. Das Viech war urzschwierig. Das hat sich ja richtig übelst gewehrt. Oh, das war dumm von mir. Oh Gott, war das Präsi. Oh. Moment, nein. Mm. Okay. Kein Schlüssel. Wir sind langsam. Ja, toll. Ja, okay. Unsere Herzenssituation gefällt mir mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Ach, zum Glück haben wir keine Schnellen davon gekriegt. Die wären richtig, richtig mies. Ja, kein Schlüssel. Und an den Schlüssel komme ich nicht ran. Weil man die Steine nicht so sprengen kann, dass man da rankommen könnte. Okay. Stefan, denk dran. Die großen Pipi-Strahlen, das sind deine. So. Nah genug dran. Naja. Oh, Pillen. Bombsackies. Ja, gerne. Und Health Up. Ja, warum nicht? Warum nicht? Da hat er jetzt aber ziemlich lange überlegt, ob er mich hier durchlässt, ha? Huh? Wow. Nee, wegpinkeln. Wegpinkeln. Alles wegpinkeln. Wegpinkeln. Ihr kriegt uns nicht. So, gibt es, haben wir noch? Nö, wir haben eigentlich soweit alles besucht. Das heißt, wir können erfolgreich zum nächsten Boss gehen. Und das halbe Herz nehmen wir auch noch mit. Jupp. Bup, bup. Bup, bup. Auf geht's. Die Todeskarte nehmen wir mit. Monstro 2. Weißt du was hier? Todeskarte. So, in your face. Oh, scheiße. Sag mal, ich hab doch jetzt diese mega tollen Fliegen, ne? Ihr seid doch eigentlich Angriffsfliegen, habe ich mir mal sagen lassen. Warum zum Geier greift ihr denn dann bitte schön nicht an? Hm? Hat das einen Sinn? Oh, Leben. Also ein Herz. Oh, Mann! Diese blöden Fliegen. Oh, scheiße. Von was bekommen wir die ganze Zeit Geld? Also nicht, dass ich mich beschweren würde, aber wovon kriegen wir Geld? Okay. No more Devil Deal? Oh, gut. Ja, natürlich, jetzt kriegen wir einen Devil Deal, ne? Okay. Was haben wir da? Wir haben 3 Herzen. Wenn wir auf ein Herz runter sind, könnten wir... ja. Azazel unlocked. Und wir sind the Spirit of the Night. Okay, ein Herz. Letzte Ebene. Das ist YouTube Money, genau. Step 2. Nein, lassen wir noch. Vielleicht kriegen wir, finden wir vorher was Tolles. Wichtig ist, wir können fliegen und das sollten wir auch nutzen, um an tolle Sachen ranzukommen. Verdammt, ich habe die Karte nicht mitgenommen. Ich habe nicht Sunlight in Your Eyes mitgenommen. Was mache ich da? Was mache ich da? Ich könnte mich doch einfach hier hinstellen und die ganze Zeit winkeln wie ein Bekloppter. So, dass er gar nichts machen kann. Weil wir ihn die ganze Zeit treffen und er kann uns nicht treffen. Ihr kleinen Scheißer hier. Im wahrsten Sinne des Wortes.
So, da gehen wir nicht rein. Da habe ich ihm gerade zu viel Respekt vor. Ey, die Tears Rate ist extrem mega geil. So. Nee. Geh weg mit sowas. Nein, 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 ja, 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 ich kenne euch noch. Ihr spawnt immer ganz gerne in einem und explodiert. Das mit dem Explodieren wusste ich jetzt aber nicht mehr. Ah. Toller Raum. Ich habe ein bisschen Angst um unser Leben. Warum habe ich dich noch nicht? So, gibt der auch wieder Geld. Na gut, dass wir fliegen können. Ja, toll. Gut, dass wir fliegen können, wa? Mhm. Habe ich nicht in Eternal Life, also nochmal ein bisschen Leben bekommen? Habe ich da nicht irgendwie was gesammelt gehabt? War da nicht was? Ich will dich aber erwischen. Nein, geh weg. Ich will dich nicht. Ich will nicht mit dir kuscheln. So, einmal das Herz aufsammeln. Ich will mich wieder etwas sicherer fühlen. Oh, ich brauche Range. Ja, what? Good run, good run. Wow.